das finde ich besonders gut. Ich möchte, dass Sie meinen Mann beschatten. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Schwein mich schon seit längerem betrügt. Ja? Ja, geht in Ordnung. Es darf niemand von Ihren Ermittlungen erfahren, hören Sie? Niemand. Ich warte hier bei den Zeitungen. Aber nicht, wenn ich wieder nächsten Tümbrand schmeißen. Ich gebe mir Mühe. Jetzt streng dich mal an. Also, los. Hallo, schöne Frau. Oh Gott, haben Sie mich erschreckt. Das wollte ich nicht. Er ist nie so schlimm. Ich war nur gerade in Gedanken. Ich bin Jeff. Jeff? Wieso denn Jeff? Das ist eine lange Geschichte. Geht zurück bis in meine Kindheit. Was wollten Sie denn? Ich dachte nur, vielleicht könnten wir einen Kaffee trinken und uns ein bisschen unterhalten. So, kommst du, wir müssen los. Meine Freundin und ich sind eigentlich in Eile. Aber ich kann dich doch auch mitnehmen. Ist nicht nötig. Ich fahre mit meiner Freundin. Jetzt warte doch mal. Tut mir leid. Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Tschüss. Aber... Zigarette? Selbstverständlich. Was machen Sie denn hier draußen so ganz alleine? Ich glaube, ich weiß, wonach Sie suchen. Ich kenne hier in der Nähe ein ruhiges, abgelegenes Plätzchen. Würden Sie mich begleiten? Alles klar. Wir wissen, wie es sich anfühlt. Nehmen Sie Geld. Ich habe noch mehr. Jetzt tun Sie nichts, was Sie später... Na, wie läuft's denn gerade bei meinen Mädels? Schon Verehrer?
Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ist wenigstens bei dir alles klar, Augenstern? Ja, passt schon. Passt schon? Ist das alles? Was? Genug! Was soll das jetzt? Würdet ihr euren Vater und mich bitte einen Moment alleine lassen? Los, verschwindet! Tut, was eure Mutter gesagt hat. Sie und ich, wir haben etwas zu besprechen. Wieso hast du die Kinder weggeschickt? Du bist gestern Abend sehr spät nach Hause gekommen. Naja, es war halt viel Verkehr und... Geht's dir nicht gut? Ich weiß alles, alles. Ich weiß, was du getan hast. Was meinst du damit? Lass es sein. Ich weiß es. Ich weiß, was du dieser Frau angetan hast. Was? Ich meine, wie? Warum? Warum hast du es getan? Ich wollte einfach wissen, wie es ist. Das alles? Hör zu, das ist das perfekte Verbrechen. Ich meine, wer soll schon auf mich kommen? Kein Motiv, keine Beweise, nichts. Wie konntest du noch allem, was passiert ist? Ich musste einfach wissen, wie es ist. Wegen dem Mord an unserem Sohn. Was hast du vor? Das wirst du schon noch sehen. Du willst mich umbringen? Du dreckiges Miststück! Na los! Bring es hinter dich! Du tust mir damit einen Gefallen! Deine Kinder wissen ebenfalls, was du getan hast. Und sie werden es jetzt sein, die dich deiner gerechten Strafe zuführen werden. Aber das kannst du nicht tun. Das sind meine Kinder. Lass sie da raus und erledige das gefälligst selbst. Diese Kinder sind die Früchte deiner Saat. Sie sind böse. Sie haben böse Energie in sich. Und warum sollten Sie diese Energie nicht verwenden, um etwas Gutes zu tun? Etwas Gutes? Natürlich. Sie werden Ihren bösen Erzeuger töten. Du Schlange! Fangt an. Das kannst du mit meinen Kindern nicht machen! Tut, was wir besprochen haben. Nun ist zu Ende. Erlöse deinen Vater von seinem Leid. Bitte, Mama, zwing mich nicht. Ich will nicht. Tu, was deine Mutter dir sagt, oder ich bringe dich um. Ich bin sehr stolz auf euch beide. Ihr habt euch heute bewiesen, dass ihr bereit seid. Ich denke, es wird Zeit zu beginnen.